Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Gestern waren wir schon auf der Karte Shakuras Plateau, heute bleiben wir auf ihr und diesmal sind es die Kontrahenten der rote Protospieler Keep Dreaming gegen den blauen Terraner The Crazy One, welches eine Hommage an The Little One, einen sehr bekannten und auch sehr guten StarCraft 2 Spieler ist. Ja, wie gesagt, wir bleiben auf der Karte Shakuras Plateau. Wir hatten ja gestern das Match von Vice Benchmark gegen Lectiti Bandino. Genau. Und also werden wir heute auf der Karte erstmal kurz verweilen. Und ich werde dann morgen das weitere Match von Vice Benchmark casten, welches auf einer anderen Karte ist. Und ja. So, wir haben erstmal erneut jetzt hier Close Position zwischen beiden Spielern, also die nächstmögliche, kann man sagen, da man hier gegenüber nicht spawnen kann. Ich wiederhole das ewig oft und werde das nicht überdrüssig. Erstmal ein PVT und wir sind auch jetzt hier sozusagen, hier Crazy One erstmal dabei in Ruhe, Supply Depot zu bauen. Beide scouten sich direkt jetzt hier und ja, gehen wir mal kurz auf die APM-Zahlen ein. Wir können gerade sehen, beide Spiele auf jeden Fall über 200 APM und ich bin auf dieses Spiel aufmerksam geworden, weil es auf einschlägigen StarCraft 2 Replay-Seiten als sehr, sehr gutes Spiel gehypt wurde und ich dachte mir, okay, wenn das so gut ist, wie da steht, dann sollte ich das vielleicht wirklich casten und bringe euch auch mal Spieler näher, die von vielen anderen Castern einfach nicht gemacht werden. Und es muss jetzt kein Hase Ops, es muss jetzt kein The Little One, mir reicht auch The Crazy One, es muss jetzt kein MTV die Mario oder ähnliches sein. Es reicht aus, wenn die Spiele wirklich gut sind und auch aufzeigen, wie man gut in der Grandmasters League spielen kann. Jetzt erstmal hier erneut die Scouting Probe von Keep Dreaming und wir haben erstmal hier Rex plus Refinery für den Terraner. Dazu Pylon erstmal gebaut und das Gateway ist bei 3/4 bereits. Der SCV ist hier super mutig und fängt an erstmal an den Pylon zu arbeiten. Wir haben den ersten Marine auf dem Weg, ich denke gleich wird auch der erste Zealot kommen. Und die Probe hat sich hier sehr schön versteckt von Keep Dreaming, macht sie jetzt hier ganz clever. Wir haben das CC Morphing into OC und wir haben sofort hier den Cybercore und einen weiteren Pylon auf dem Weg. Und der SCV ist wirklich gut dabei, er hat schon immerhin 100 Schild jetzt hier kaputt gemacht, also jetzt hier nicht schlecht. Der erste Supply Block hier bei Keep Dreaming, das ist auf jeden Fall bitter. Da kommt die Probe jetzt an und wird erstmal den SCV überzeugen, etwas Abstand von diesem Pylon zu nehmen. Wir haben ein Reaktik-Tech-Labor hier auf dem Spiel für die Barrack. Und das könnte ein Early Reaper sein. Wird es ein Early Reaper sein? Er kann auf jeden Fall hier rüber, gut über die Klippe rüberspringen. Und dann, ja, es wird Early Reaper. Und dann hier auch wieder hoch. Und das ist mal sehr, sehr selten. Haben wir lange nicht mehr gesehen. Entweder will er, ich hoffe, er will ihn zum Harassen nutzen. Weil für Scouting wurde er schon häufig genutzt. Aber für Harassment hat man das sehr, sehr selten gesehen. Hier der erste Marine sichert erstmal natürlich, oh sehr schön hier, komplett Zick-Zack-Kurs, Angriff auf alle Einheiten, die sich irgendwo befinden, der Marine hier also sozusagen im Massenvernichtungsmodus und der SCV wurde am Ende doch noch davon überzeugt, dass er doch bitte mal das Feld räumen soll. Direkt hier kommt Cassive Shells erforscht, sehr sehr interessant und eine zweite Barrack in Auftrag gegeben und sogar auch eine dritte Barrack, sehr sehr gut und der Reaper ist dabei, geht jetzt erstmal in die gegnerische Basis, wir haben hier den Chrono Boost auf, den Nexus, Cybercore mit der Gateway Warp Gate Technology, zweites Warp Gate kommt gerade jetzt rein. Und da kommt der Reaper und wird sich erstmal den Weg in die Mineral Line von dem Gegner bahnen. Greift erstmal hier schön den Assimilator an. Da kommt der Stalker an. Das war vielleicht ein bisschen fair. Hätte auf jeden Fall zwei, drei Drones rausnehmen können. Also jetzt hier auf jeden Fall. Und verliert er den Erfolg. Ihr könnt ihn verlieren. Und, oh, das ist auf jeden Fall übel gewesen. Hat aber noch 10 Leben. Kann gerade noch so überleben. Concussive Shots sind fertig. Erste Marodeur ist dabei gebaut zu werden. Und wir haben, wie gesagt, die beiden Barracks, die jetzt gerade fertig werden. Hier die Probe wurde auch noch sozusagen dem Tode nahegeführt. Wir haben zwei Marines jetzt hier auf dem Weg und damit wird scheinbar ein übler Biobild. Und ich hoffe, bitte, ein Hommage an Liquid Hacke, bitte lass es wieder Storms regnen. Lass hier wieder komplett die Hölle auf Erden niedergehen, damit man mal merken kann, wie übel der Biobild doch von Storms kaputt gemacht werden kann. Stimpak auch noch auf dem Weg, zwei Gateways erstmal jetzt hier, wie gesagt, Vorgate ist hier für Keep Dreaming. Und wir sehen die ersten Sentry, der will sicherlich erstmal etwas passiver spielen, will vielleicht sogar die Expansion hier nehmen, braucht auf jeden Fall mehr Income, langsam aber sicher. Und ich denke auch der Terraner wird langsam darüber nachdenken, bald die nächste Expansion nehmen. Wir haben die 6-Minuten-Marke erreicht, da kann man dann schon mal drüber nachdenken, okay, expandiere ich oder nicht. Jetzt wird auf jeden Fall der Vorgeld-Push kommen normalerweise, aber wie gesagt, bisher nichts dergleichen am Start. Auch hinten der Reaper erneut ist hier mit dem Go in die Main-Base von Keep Dreaming. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Macht jetzt hier ganz bewusst jetzt hier. Gucken wir nochmal jetzt hier. Kommt der Go und dann kommt die Stalk ran. Und dann wird sofort gescoutet. Keine Chance hier gerade jetzt für ihn. Scan nochmal in die Mainbase dafür, weil der Scout nicht erfolgreich war. Und wir gucken nochmal auf die APM-Zahlen. Gerade jetzt für den Protospieler 240-70 gegen den Terraner. Meine Güte. Income-Tap zeigt uns gerade jetzt hier, dass der Protoss
hinten dran, deswegen 1 Supply, aber auch die einzelnen Mules machen einfach mal... Also, keine Mule da, okay, was ich schon hier laber. Sehr schön. Weitere Barracks hier sozusagen jetzt hier dabei. Und wir haben jetzt hier vorne scheinbar doch so einen halbherzigen Vorgate-Push. Wird das ein Vorgate-Push oder wird es keiner? Keep Dreaming, verrate es mir. Weitere Stalker und Zealots werden reingeworfen. Und da kam das Scouting-SCV und jetzt weiß der Terraner Bescheid. Jetzt weiß er, was passiert. In-Base Command Center wird gebaut. Und es würde mich nicht wundern, wenn der Protoss-Spieler jetzt auch expandieren wird. Baut erstmal jetzt hier sozusagen sich hier vorne auf. Weiterer Proxy-Pilot wird genommen. Und da wieder zwei einzelne Bunker, Kostas Scherz machen natürlich sehr viel Schaden jetzt auch. Also sehr übles taktisches Mittel. Keine Chance gerade hier, die Doppelbunker, der sollte auf jeden Fall sich zurückziehen. Macht er auch, Keep Dreaming bricht ja ab. Kommt ein gutes Force-Field jetzt hier, keine Chance aber gerade. Pilen wird fertig. Er hätte es genug in Reihen für eine Expansion. Nimmt er sie, doch, er nimmt sie jetzt gerade in diesem Augenblick. Also jetzt hier ganz klar. Und wir sehen auch gerade, wie gesagt, in Base Command Center bei ungefähr 50%. Und jetzt muss auf jeden Fall sich Keep Dreaming zurückziehen. Nimm die Probe mit, Junge. Nimm die Probe mit. Ach, vergiss es. Jetzt hier Nexus erstmal dabei errichtet zu werden. Auch dabei ist die Robotic Facility. Braucht auf jeden Fall Kolosse gegen diesen Mars Biobuild. Es gibt nichts Schlimmeres gegen ein Biobuild außer Storms und Kolosse. Damit kann man einfach schön viel Splash Damage machen. Und das braucht er unbedingt. Wie gesagt, Robotics jetzt bei ungefähr 50%, der Nexus auch ebenfalls bei einem Drittel. Wir haben aber bereits das CC fertig, also das Command Center. Wird das noch warpen, morphen oder wird das direkt rüberschicken? Ich bin gespannt. Factory jetzt am Start, mit Engineering Bay wurde auch gebaut. Das heißt, es könnte gleich das erste Upgrade für die Infanteriewaffen oder Panzerung kommen. Und wir gucken mal jetzt hier auf die Army Supply. Also Army Supply jetzt gerade, auf jeden Fall Keep Dreaming noch leicht vorne. Und bei Worker Supply nimmt sich gerade nicht allzu viel. Also beide jetzt hier sozusagen gleich auf. Wir sehen auch gerade jetzt hier scheinbar will the Crazy One einen Move-Out wagen. Nein, er macht jetzt hier erstmal zwei Bunker, hat hier oben, werden sicherlich gerade gesalvaged. Genau, das passiert auch jetzt gerade. Also er verlagert sozusagen mit seiner Front etwas nach vorne und kann natürlich dann erstmal ganz in Ruhe hier seine Expansion sichern. Wir haben einen Twilight Council für den Kontrahenten, also jetzt hier Keep Dreaming dabei. Könnte auf Storms gehen, Forge zeitgleich auch noch auf dem Wege, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann wünsche ich immer als Caster, dass man Storm sieht, weil die auch einfach so opulent aussehen. Jetzt hier erstmal der Observer auf dem Wege in die gegnerische Mainbase. Der Crazy One wird das sicherlich irgendwie auch noch mitkriegen. Hat gerade jetzt das zweite Gas, aber sehr, sehr spät jetzt hier. Und ein Starport. Jetzt braucht er auf jeden Fall, dann sicherlich packt er da einen Reaktor ran. Wird dann auf jeden Fall sehr, sehr viele Medivacs pumpen, einfach um diesen typischen MMM-Bild anzustreben. Und zwar Marines, Marauders und Medivacs. Jetzt sind wir hier gerade noch Combat Chief für die Marines, dazu noch jetzt hier Infantry Weapons Level 1, also wie angekündigt, jetzt geht er auf jeden Fall auf diesen Hard Bio Ball und der Protoss-Spieler währenddessen erstmal dabei, seine Expansion in Ruhe zu versorgen mit Einheiten. Wir gucken mal auf die Army Size, beide Spieler sind bei ungefähr 73 gerade jetzt für den Protoss-Spieler. Und wir sehen gerade kein Upgrade, und doch, es kommt das Charge Upgrade, was ja seit dem neuesten Patch mindestens einmal einen Schaden macht, wenn der sie einmal anstürmt. Und das könnte ihm sogar gegen die einzelnen Concussive Shells der Marodeure helfen. Jetzt kommt hier der Move Out und ich sehe auf jeden Fall, dass Keep Dreaming auf jeden Fall auch gewappnet wäre. Er kann auf jeden Fall gut mit Force Field arbeiten, die Setpiece sammeln seit längerer Zeit schon Energie. Kommt der Stim und der Marine geht sofort down. Medivac wird gebaut und hat keinen Reaktor dran. Also er baut wirklich nur auf einem einzigen Starport die einzelnen Medivacs. Und ja, ich bin nicht gespannt. Zweiter Assimilator auch jetzt hier an der Expansion für Keep Dreaming und auch jetzt hier für die Crazy One Double Gas jetzt hier endlich am Start. Charge Upgrade bei 50%, natürlich Bodenpanzerung Level 1. Und ich weiß gar nicht, haben wir schon Bodenwaffen Level 1? Nein, er geht erst auf die Panzerung. Jetzt hier oben noch ein Pile einfach für mehr View, ganz wichtig. Oder eben, falls sie angreifen, hinten rein weiter einen rein zu warpen, oben hier ein Zwei-Fronten-Krieg vom Zaun zu brechen. Die SCV ist am rumscouten und wird sicherlich genau eine Expansion setzen. Wir haben 400 Minuten jetzt gerade jetzt für The Crazy One und das braucht er auf jeden Fall auch. Er muss auf jeden Fall expandieren. Darf jetzt hier nicht sich hinten unterbuttern lassen. Und ich denke, der Protoss-Spieler wird dem auch bald folgen. Jetzt sieht man hier die einzelnen Marodeure hier rüber hinterher zu den Medivacs, könnten aber nicht mehr folgen. Und wir haben hier Double Drop, also einmal vier Marodeure hier oben und einmal hier zwei Marodeure und vier Marines. Blink Upgrade wird erforscht und der Dark Shrine kommt. Sehr, sehr schön. Dazu Bodenpanzer und Level 1 für die Terraner-Einheiten. Und er könnte droppen. Er droppt auch. Und da kommen die Stalker an. Sehr, sehr schön hier.
Und dann kommt jetzt der Go und der Pfeil wird rausgefokust, aber genug Einheiten sind da. Der Chart macht sehr viel Schaden, jetzt macht auf jeden Fall Blut und leider keinen Blick-Upgrade fertig. Auf jeden Fall sehr, sehr schade. Jetzt hier kann noch ein Medivac rausnehmen mit 4 Marodeuren. Trotzdem erstmal jetzt hier sehr, sehr schön, dass mal das Ding abgewehrt. Erneut der Scan. Und da steht das Gateway und ich bin gespannt, wo hat er den Darkshrine? Darkshrine hier hinten gesetzt. Und wir gucken jetzt mal auf den Crazy One. Er hat keine Ahnung. Er weiß nicht, was da kommt. Jetzt hier Bodenpanzer, wie gesagt, bei 50% für den Terraner. Dazu ist die Bodenpanzer für den Protospieler fast durch. Darkshrine so gut wie fertiggestellt. Und wir haben das Blink Upgrade, was auch so gut wie fertiggestellt wurde. Hier unten, das Command Center ist fertig in diesem Augenblick. Und wir haben die erste Armory für den Terraner. Ganz wichtig, er kann natürlich weitere Upgrades bauen. Und vor allen Dingen kann er dann einfach mal auch Tors auf das Spielfeld bringen. Wir haben einen Reaktor und zwei weitere Reaktoren, also hier der Reaktor endlich hier mal an das Starport gebracht. Und ich denke, die beiden, genau da die Barrack und hier die Barrack werden auch noch mit einzelnen kleinen Reaktoren versehen. Wir haben hier nochmal ein neues Command Center und das würde sicherlich hier oben hinfliegen, einfach nur, um da in Ruhe die Expense zu sichern. Damit wird auch sicherlich Keep Dreaming nicht rechnen. Jetzt bin ich gespannt, da kommt die einzelne Probe, hat hier erstmal die Expansion errichtet und jetzt macht er hier den Scout. Oh, das ist sehr schön, das macht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben einen Raven auf dem Spielfeld. Oh, das ist gut. Templar Archives werden gebaut, Halleluja, endlich kommen wieder Storms. Das könnte das Spiel ungemein bereichern. Wir haben jetzt hier wieder das Warp Prism. Da kommt sofort ein Missile Turret. Oh, er wird gescoutet, das ist übel. Das ist übel, Jimmy weiß auf jeden Fall Bescheid. Und der Crazy One weiß es nicht, keine Ahnung, aber da ist der Observer, wie gesagt. Und da könnt ihr jetzt hier rein warpen und der Raven ist bei 50%. Ein DT ist drinne. Und da wagt er noch einen. Nein, da wagt keinen mehr. Da kommt noch einer. Und da ist das Missile Turret. Und ich denke, der Crazy One sieht's auch. Ja, der Crazy One sieht die DTs. Auch diesen hier, der wird gescoutet. Keine Chance. Also gerade dieser Go auf DTs war jetzt vielleicht gerade nicht die beste Entscheidung für ihn. Und wir gucken jetzt mal, Keep Dreaming weiß nichts von den Expansions. Er hat jetzt Bock hier oben einen Pfeil. Und jetzt merkt er, okay, Double Expansion, Storm auf dem Wege, dazu Bodenwaffen Level 1. Und ein weiterer Raven wird gebaut. Dazu jetzt hier sogar Bodenwaffen Level 2 für den Terraner. Sehr, sehr krass jetzt hier. Und beide sind dabei, es langsam aber sicher auszumaxen. Wir haben jetzt 136 Supply für den Terraner und 109 für den Protospieler.